Jetzt geht's gleich los. Ja, sehr schön. Es wird keine große und pompöse Feier, wenn die ehemalige Miss Austria Amina Daghi am Samstagabend im italienischen Bari zum zweiten Mal Ja sagt. Denn die amtliche Hochzeit findet bereits letzten Herbst statt. Doch jetzt wird noch einmal im sonnigen Trani in Süditalien mit den engsten Freunden und Verwandten gefeiert. Die Vorbereitungen laufen bereits seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren. Amina liebt es, sich verschönern zu lassen. Da dürfen hochgesteckte Haare und ein perfektes Make-up bei der Hochzeit natürlich nicht fehlen. Auch ihre Mutter Indira wird für die Trauung top gestylt. Die Kleider sind schon bereit und warten nur noch darauf, von der Braut präsentiert zu werden. Kurz vor der Feier kommt die Braut natürlich nochmal selbst und begutachtet das Blumenarrangement. Es muss einfach alles perfekt sein. Amina, jetzt geht's gleich los. Bist du schon aufgeregt? Nein, ich bin so happy. Wer hat den Schmuck zusammengestellt? Du meinst die Blumen? Mhm. Ich glaube, das war einfach ein Florist. Also wir haben frisch aus Italien gepflückt. Und was erwartet uns heute Abend? Einen der schönsten Abende und viel Romance, viel Leidenschaft und viel Spaß. Während die Hochzeitslocation aufgebaut wird, sonnen sich die Gäste am Steg und entspannen sich noch einmal so richtig, bevor die Feier dann losgeht. Die Band probt ihre Songs, die sie zum Besten geben wird. Und dann, nach stundenlangen Vorbereitungen, darf der Bräutigam, ein Unternehmer aus Abu Dhabi, endlich seine Amina in die Arme nehmen. Zwar nur kurz, denn vorab gibt es natürlich die Hochzeitsfotos. Aber bereits hier sieht man die Wahnsinnskurven der ehemaligen Miss Austria. Und sie wirkt glücklich wie noch nie. Es scheint, als wäre es der perfekte Abend für die 23-Jährige. Die Musik und das ganze Ambiente ist letztendlich einfach umwerfend. So.